Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir wieder einen Ehrengast, nämlich den Marcel 20. Wenn ich ihn vorstellen darf, dann geht es darum, dass er Unternehmer in der Werbebranche ist. Er kümmert sich um aufmerksam starke Werbeflächen und wir werden natürlich jetzt gleich von ihm hören, wie er sich vorstellt. Marcel, stell dich doch mal vor, wer du bist, warum du bist, wie du bist. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung heute. Ich bin Marcel 20, 40 Jahre jung, verheiratet, lebe im Münsterland. Mein Büro ist südlich von Düsseldorf und wir kümmern uns mit der Highway to Sell Advertising Company tatsächlich um aufmerksamkeitsstarke Werbeträger direkt am POS. Wem das nicht sagt, heißt Point of Sale. Und unsere Aufgabe ist da wirklich, die volle Aufmerksamkeit auf die Marke des Kunden zu lenken. Hört sich sehr, sehr spannend an, sehr gut. Jetzt geht es ja gerade um unsere Corona-Zeit, wo keiner mehr drüber reden will, aber trotzdem in aller Munde ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Krisen hast du eigentlich schon in deinem Leben gehabt, in deinem Geschäft? Was würdest du da erwähnen? Genau, also ich habe mir hier aufgeschrieben, als meine erste große geschäftliche Krise, das war sicherlich 2007, 2008 während der Finanzkrise, also eigentlich was ganz Ähnliches, wie wir es ja jetzt auch vielleicht haben oder auch nicht, es ist ja jetzt mal egal, es ist ganz schwierig gerade zu erklären, was ist das jetzt hier, aber 2007, 2008, große Bankenkrise, hieß eigentlich, alle Budgets wurden eingefroren. Ich habe mich damals mit anderen Themen beschäftigt, aber in diesen Themen waren wir quasi ja, zu 100% betroffen, weil genau das Thema Banken und uns dort beschäftigt hat. Und das heißt, im Endeffekt von einem Tag auf den anderen zu Nullumsatz zurückgepurzelt und damals auch noch 3 Tage jünger gewesen als heute und alle Fehler gemacht, die man hatte machen können. Schönes, großes Auto geleast, tolles, repräsentatives Büro gehabt, langfristige Verträge geschlossen, also alle diese kleinen Sachen, die dann eigentlich dazu geführt haben, warum eine Krise überhaupt zu einer Krise führt und warum Nullumsatz dazu führt, dass man tatsächlich die Rolle rückwärts macht. Wow, spannend. Die zweite Frage war, was hat dir geholfen, das Ganze zu meistern? Auch da heute rückwirkend, ich glaube eher anders. Was hat mir meine Erfahrung damals heute geholfen, andere Krisen besser zu meistern? Weil damals habe ich tatsächlich auch noch vieles verkehrt gemacht, habe manches viel zu langsam angegangen, bin dann auch mental erstmal in mich gegangen, habe viel zu lange gebraucht, um aus dem Loch rauszukommen. Und das mache ich heute ganz anders. Also jetzt zum Beispiel diese Krise Corona, egal wie sie jetzt auch, ob es eine Krise ist oder nicht, wir haben heute keine kurzfristigen, keine langfristigen Verträge im Unternehmen, auf jeden Fall keine, die uns groß den, ja, jetzt hier wehtun würden. Und also im Endeffekt eigentlich die Erkenntnisse von damals heute übersetzt. Unsere Autos heute sind bar bezahlt im Unternehmen. Ja, genau. Das hat nichts damit zu tun, dass Leasingverträge schlecht sind, aber es ist einfach so, dass man nicht immer den neuesten dicken Audi A6 oder Q7 vor der Tür stehen hat, sondern man einfach schauen kann, was nutzt denn wirklich, um von A nach B zu kommen. Und das sind eigentlich die Erkenntnisse aus der damaligen Krise zu heutigen vergleichbaren Ereignissen. Spannend. Danke, dass du das mit uns teilst. Jetzt haben wir in diesem Broadcast diesen Prozess, dass wir sagen, AD, also ist ja unsere Zeitära, also Anno Domini, davor, oder die hat ja begonnen mit BC oder Before Christ und wir sagen jetzt ganz gerne Before Corona und machen unsere 6D-Prozesse, um die nächsten Ziele zu erreichen und ich nenne das so, dass es quasi die 6Ds zum Erfolg sind. Und durch diese 6D-Fragen führen wir dich jetzt einfach mal durch und sagen, das erste D steht für Desire. Wenn du dir für das neue Zeitära, für das neue Anno Domini etwas wünschst, dein Desire, was ist es langfristig?
Also für mich hat sich jetzt aufgrund einer Krise, die jetzt alle sagen, erstmal von meinen nächsten 28 Jahren nichts geändert. Okay. Weil der Plan steht und der Plan wird weiter verfolgt, unabhängig davon, ob jetzt die Krise 2 oder 3 Monate dauern mag und danach sich definitiv Verwerfungen im Markt zeigen werden. Das ändert nichts am Plan. Der okay. Plan bleibt bestehen. Hast du wirklich langfristig gedacht? Okay, wenn man einen Wunsch hat, dann trifft man eine Decision. Welche Entscheidung hast du getroffen, die du jetzt zukünftig umsetzen willst? Genau, also klar, eine Entscheidung habe ich schon vorher getroffen, logischerweise, sonst hätte ich nicht diesen Plan. Was habe ich jetzt kurzfristig für Entscheidungen? Noch stärker diesem Ziel folgen, einfach noch stärker, auch kurzfristiger etwas noch mehr Engagement zu bringen. Nicht, wenn wir den Kunden gewonnen haben, sondern vorher. Wir sind sehr, sehr stark, wenn wir den Kunden gewonnen haben, laufen wir die extra Meile, wir sind wirklich bereit, mehr zu geben, als der Kunde bezahlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch die langfristige Kundenbeziehung stimmt. Aber jetzt kurzfristig würde ich sagen, da darf ich noch mehr geben. Ich und das gesamte Team. Wow, okay. Sehr, sehr stark. Das dritte D, nachdem wir eine Decision getroffen haben, ist eine Declaration. Was ist so ein Mantra oder eine Declaration, eine Aussage, die ihr in die Welt tragt als deine Firma? Im Bereich jetzt auf den USP oder was wir unsere... Ja, unsere genau. Bei USP ist super, ja. Bitte? USP ist eine gute Idee. Ja, okay. Super. Ja, unser USP ist, dass wir einen komplett eigenen Werbeträger designt haben, den es nur einmalig gibt auf der gesamten Welt. Und der ist einmalig ganz spitz im Markt positioniert, im Digital Signage Umfeld. Und da sind wir einzigartig. Also das möchte ich hier nicht, also kann ich hier natürlich viel groß erzählen, aber es ist zu viel Vokabeln jetzt für jemanden, der nicht aus der Werbebranche kommt. Wir sind also ganz spitz im Markt positioniert, haben uns ganz klar eine Nische ausgesucht, die groß genug ist, um ein mittelständiges Unternehmen zu kreieren und aber noch, ich sage jetzt mal, ja, also Luft zum Wachsen lässt und andersrum aber auch nicht besetzt ist und bisher einfach keiner darüber nachgedacht hat, wie er die besetzen könnte. Sehr cool hört sich das an. Wenn wir dann eine Message haben, dann brauchen wir das nächste D, das ist Devotion. Wie widmet ihr euch der Sache? Wenn du so ein paar Schritte erzählen wolltest, 2, 3 Schritte, die ihr ganz konkret macht, was ist das? Wie widmet ihr euch? Nochmal ein bisschen konkretisieren. Was heißt das? Sprechen wir über den Ablauf oder sprechen wir auf die Kundengewinnung? Wo genau? Also nachdem man natürlich eine Message hat, dafür stehe ich, gibt es natürlich Umsetzungspunkte, wie man das wirklich dann die PS auf die Straße bringt. Was sind diese Aktionen, die du machst oder die du erzählen kannst, dass ihr die Sache in die Praxis umsetzt? Ja, also was uns jetzt hier diese kleine Krise genützt hat, ist, dass wir Dinge in der Visualität, in der Außendarstellung gerade anfassen. Das haben wir vorher immer gewollt, aber nie gemacht, also oder nie umgesetzt. Ja, sei es Sales Navigator bei LinkedIn. Ich möchte jetzt keine Werbung für LinkedIn machen, aber das ist natürlich ein Thema. Damit haben wir uns eigentlich angefangen zu beschäftigen schon vor, also LinkedIn schon ewig, ja, und das Thema Sales Navigator auch schon irgendwie gefühlt seit einem Jahr. Man will das immer wieder machen, immer wieder anpacken. Das machen wir jetzt einfach sukzessive. Bei Xing kann man das Ganze ebenfalls adaptieren. Xing ist nicht tot, nur halt nicht mehr so laut wie früher. Und ansonsten bleibt der Plan knallhart so wie bisher. Wir machen eine Kaltakquise nach der anderen. Wir gehen mit dem Telefon zum Kunden. Wir haben im A-Plus-Segment ca. 1000 Marken maximal in Deutschland. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir nur 1000 Ansprechpartner. Ja? Im B- und C-Segment sieht das anders aus. Aber auch da ganz klar gucken wir, was hat das erfolgreichste Unternehmen in unserer Branche am Markt getan, um erfolgreich zu werden. Und das war ein starker Direktvertrieb gepaart mit einem guten Callcenter. Und das kopieren wir.
Mega spannend an, genial. Das fünfte D ist, das weiß jeder Unternehmer, man muss sich einfach weiterentwickeln. Develop. Wenn jetzt dann es einfach sich offenbart, dass ihr euch weiterentwickeln werdet, was seid ihr bereit zu machen? Wie werdet ihr euch weiterentwickeln? Wie werdet ihr die nächsten Hügel überwinden wollen? Ja, meine Strategie ist da, lerne auch hier immer von den Besten. Letztendlich ist das, es gibt halt Trial and Error, du kannst jetzt ausprobieren, ein bisschen geht nicht mehr. Das Schwierigste für einen Unternehmer ist doch letztendlich, dass er selber eingeschlossen in seiner Bude sitzt. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, auch wenn wir die ehrlichsten, loyalsten Mitarbeiter der Welt hätten, würden sie uns wirklich immer die Wahrheit sagen. Ja, der Einzige, der uns wirklich die Wahrheit sagt, ist unter Umständen die Frau. Ja, und die weiß vielleicht nicht von unserem eigenen Unternehmen alles. Ja, also, ne, das ist wirklich die Realität draußen. So, das heißt, lerne von den Besten, über den Markt zu gehen. Ich möchte da gar keinen speziellen jetzt raussuchen. Ich habe da meine Ansprechpartner und sich letztendlich extern weiterzubilden in seinem Bereich. Aber in seinem Bereich heißt nicht geschlossen in seiner Branche, weil das kann ja gar nicht jeder. Und ganz ehrlich, dann ist man auch immer so eine Sprache. Ne? Alle Automobilisten sprechen automobilistisch, ja, und die Finanzdienstleister, die sprechen finanzdienstleistisch oder so, dann bleibt man dort. Sondern wirklich global und dann halt gucken, so, was passt zu mir, was passt zu meinem Unternehmen, was brauche ich? Brauche ich digitale Strategien? Benötige ich andere Hilfen, in welchem Umfeld auch immer? Ich selber entwickle mich aktuell im Bereich neuronale, linguine Programmierung weiter. Und ja, so hat jeder, denke ich, seine Baustelle, seinen Baustein, den er sukzessive benötigt. Und so werden wir oder werde ich auch in diesem Unternehmen die nächsten ja, 5 bis 7 Jahre mich weiterentwickeln. Sehr, sehr spannend. Danke, dass du es mit uns geteilt hast und das war sehr aufschlussreich. Das letzte D ist Deliver oder das steht quasi für, wenn wir dann ein Ziel erreicht haben, dann feiern wir das, damit wir unser Unterbewusstsein programmieren, den Schritt wieder von vorne anzufangen und einfach die nächsten Ziele anzugehen. Wie feierst du? Wie belohnst du dich selber? Wie zeigst du deinem Unterbewusstsein, dass es lohnt, wirklich Gas zu geben? Ja, also ich habe mich gerade belohnt. Genau. Und habe mir gerade ein wunderschönes neues Rennrad gegönnt. Und ja, das ist natürlich Belohnung genug, weil das Teil, das wird man sicherlich die nächsten 3 Jahre wieder nutzen. Das heißt, das gibt immer wieder, ne, den Kick. Und womit belohne ich mich ansonsten? Ja, tatsächlich solche Dinge eventuell. Also es kommt immer natürlich auf das an, was man gerade erreicht hat. Mit kleinen Reisen kann man sich oftmals belohnen oder natürlich auch mit vielleicht dann doch irgendwann wieder einem tollen Auto oder was auch immer. Also man kann sich halt mit vielen Dingen belohnen. Ja, ich habe es jetzt gerade mit dem Rennrad gemacht, Sehr was cool. einem halt selber den größten Kick gibt. Ne? Schön. Also draußen unterwegs zu sein in der Natur, das ist einfach genial. Schön. Die letzte Frage: Wenn es eine Sache gäbe, die in der jetzigen Situation wichtig wäre, welchen Tipp würdest du unseren Zuhörer geben? Also speziell jetzt in Also. dieser Ja, Krise. also sagen wir mal, es gibt ja die, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, die schauen sich Fernsehen an und du telefonierst mit denen und du hörst es in der Stimme raus, die machen sich richtig Sorgen und lassen sich davon anstecken. Es gibt andere, die trauen sich jetzt gerade nicht, irgendwas zu machen, weil sie denken, es geht sowieso alles kaputt. Und dann gibt es andere, die, ja, machen es anders. Wie empfiehlst du das? Ja, ganz tolle Frage, ganz starke Frage, weil ich spüre das auch aktuell draußen. Ich spüre das sogar im Supermarkt. Meine Frau hat zum Glück auch diese total starken Antennen. Wir gehen hier in den Lebensmitteleinzelhandel eines Premiumherstellers und das ist sonst immer, gerade im Münsterland, wer es Münsterland kennt und wer Münster kennt, weiß, es ist eigentlich eine relativ entspannte Stimmung. Und wir spüren die Angst. Das ist unglaublich. Also wirklich, wir gehen durchs Regal und spüren verstohlene Blicke von anderen, ob sie eventuell an uns vielleicht einen Virus sehen könnten. Ja,
die Realität ist, ich kenne zurzeit keinen einzigen, der erkrankt ist. So, deswegen ist die Frage total toll. Also, was kann ich tun? Als erstes mal den Fernseher abschalten, kein Radio mehr hören, die Zeitung bitte, Zeitung ist auch toll, ja, vor allem lokal eine Zeitung zu lesen, um zu verstehen, was ist bei mir im Dorf los, total toll, aber bitte jetzt während dieser Zeit abschalten. Du kriegst sowieso genug Input, sobald du eine Seite wie web.de, GMX, Hanhaus, Google, ich weiß gar nicht, letztens hier irgendeine Sport-App habe ich aufgemacht, steht trotzdem noch Corona, es reicht sowieso, ja, aber guck, dass du dir die Wiederholung möglichst sparst, mach den Fernseher aus, mach das Radio aus, Zeitung mal weglegen, konzentrier dich, fokussier dich auf dich, guck, dass du gesund bist einfach, ja, von mir aus hau dir auch noch Vitamine rein, wenn es dir gut damit geht, alles gut, ja, so viel wie möglich, damit dein Unterbewusstsein das Gefühl hast, dass du richtig was tust, geh regelmäßig raus, mach deine 10.000 Schritte am Tag zurzeit, damit du auch da das Gefühl hast, dir geht es gut, du bist stark und dann prallt auch Corona sowieso an dir ab und das werden auch die Menschen in deinem Umfeld spüren und damit gibst du vielleicht auch anderen etwas mehr Kraft. Genial. Marcel, es war ein geniales Podcast. Vielen, vielen Dank. Das wird eine Bereicherung für alle sein, die diese Podcast-Serie hören. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg beim Aufbau deiner Firma, wie ihr das macht. Und ja, wir werden uns vielleicht ein anderes Mal hier wieder auf dem Sender sehen. Und bis dahin, alles Gute. Hier war Kusi Umarafa, Training Akademie. Macht es gut. Ciao. Ja.